Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim aus den Zwergenruinen, wo wir stehen geblieben sind und ja quasi immer noch nach diesem, nach was suchen wir nochmal? Nach so einem Kern. Genau, und die Magierleichen, die wir ja schon in Hülle und Fülle gesehen haben, auf deren Spur sind wir weiterhin. What the fuck? Hä? Okay, greife erstmal so einen Balken an. Aber lang kannst du jetzt eigentlich nicht mehr dauern. Wir waren jetzt schon ziemlich weit, schon ziemlich viel hier drin. Also eigentlich müssen wir jetzt bald mal fertig werden. Hier. Also darum geht es ja nicht primär, aber der Dungeon ist tatsächlich mal etwas länger als üblich, würde ich sagen. Na, oder ich habe mir nur viel Zeit gelassen. Ich glaube, ich habe mir schon viel Zeit gelassen, aber trotzdem. Uiuiui. Was? Oh mein Gott. Und was ist das? Palmer Kriegshetzer, Leute. Wow. Alter, ich wollte es gerade sagen, ey, der macht schon wieder keinen Fußrohr da. Oh. Dann heilen wir uns mal kurz beim Wegrennen. Ich hab schon die Tür gefunden, wo es wahrscheinlich weitergeht. Das nervt mich so mit den Schreien. Also das ist wirklich das Einzige, was irgendwie... Ich weiß nicht warum. Das funktioniert einfach nicht. Und dann geht's halt plötzlich. Leider, in dem Fall, hat er jetzt gerade ein Magieschild gemacht. Aber aus irgendeinem Grund hat er weniger Leben. Oh, Fokuskristall. Lol. So schnell ging's. Hatte der weniger Leben als ein ganz normaler hier Falmer Schattenschleicher. Aber hat ungefähr 45 Schaden gemacht. Ja gut, ungefähr gleich viel Leben. Alright, jetzt haben wir ziemlich viele Möglichkeiten, in welche Richtung wir gehen. Oder ne, Moment. Ne, wir sind von da gekommen, ne? Ja doch, wir haben jetzt drei Türen, beziehungsweise drei Wege. Das ist schon wieder mal kompliziert hier. Genau, hier ist nichts. Da drüben scheint auch nichts zu sein. Dann gucken wir mal. Ja, okay, das wird wahrscheinlich nur so eine kleine Schatzkammer sein. So. Und das ist mein Meisterschloss. Woher für uns? Für unser Schlossknack-Level. Alright, ich denke mal, es ist auf der anderen Seite. Verdammt. Jetzt erwische ich die Stelle nicht mehr. Haha, get it. Was? Das war's? Na ja, cool. Ja, es ist wegen der Mondsteinerzader. Deswegen ist es ein Meisterschloss. Nicht wegen der Kiste. Ah ja. Ah, die bauen wir jetzt mal ab. Einfach nur, weil ich habe jetzt extra aufgeschlossen dafür. Dann müssen wir es jetzt auch abbauen, sonst wäre es irgendwie blöd gelaufen für uns. So. Danke. Und dann würde ich sagen, also ich gehe stark davon aus, dass es da oben weitergeht. Das heißt, gucken wir mal hier runter. Oh, wobei, vielleicht auch doch nicht. Oh. Nevermind. Nevermind, es geht wohl unten weiter. Ist immer blöd, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Aber ich hätte gleich mal nachgucken sollen nach der Tür, als ich den gerade platt gemacht habe hier. Weil wenn die auch abgeschlossen... Ah, Schlüssel erfordert. Ja, eben, genau wegen sowas. Das ist relativ unnötig. Aber, naja, es war jetzt kein großer Umweg. So. Geht ja relativ schnell. Aber ich meine, sowas macht man ja nicht. Ich meine, die machen ja nicht zwei Wege hin, die ewig lang gehen und erst dann irgendwann erfährst du, oh, war ja der falsche Weg, sondern das ist ja von den Entwicklern schon gut durchgeplant. So, hier wird jetzt was passieren, oder ist es jetzt hier einfach nur ein fetter, geiler Konferenzraum? Okay, nichts passiert. Tote Falmer? What? Oh! Das ist tatsächlich dezent beschissen, weil das ein Centurio-Meister ist. Muss man auf jeden Fall diesem Ding ausweichen, den Dampf.
den Schlägen wahrscheinlich, ja. Ach, der kommt hier nicht durch die Tür wahrscheinlich, oder? Das ist ja chillig. Oh, ich wollte schon sagen, aber mal. Okay, den kann man eigentlich auch 101 killen. Muss ich nur ein bisschen zusammenreißen. Das, die Animation, oha, dädrischer Pfeil? Wow, okay. Aber die Finisher-Animation, die hat jetzt einfach überhaupt nicht zu dem Gegner gepasst. Der hat ihm mit der Axt in das Metallbein geschlagen, wo nicht mal ersichtlich war, dass da irgendwas Wichtiges verläuft, und der fällt einfach um. GG. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ah ja. Das war's eh schon. Ah, ja, passt perfekt. Ins Luft heißt das Ganze hier. Alright. Ich muss bald wieder eine große Skyrim-Session machen, weil so einzeln will ich die Folgen mal aufnehmen, ich weiß nicht. Ich finde, der Zusammenhang ist geiler, wenn man einfach so ein paar Stunden haben. Oder was heißt ein paar Stunden, müssen das auch nicht unbedingt sein, aber wenn man einfach so die Quests relativ am Stück macht, sonst sind immer so große Lücken drin und dann ist es immer blöd, wenn man schon gar nicht mehr wirklich weiß, worum es überhaupt ging. Also weiß ich jetzt schon auch in dem Fall, aber manchmal passiert das tatsächlich, dass man nicht mehr so gut den Durchball hat, wenn da ein bisschen Zeit vergeht zwischen den Sessions. Aber okay. Aber zumindest hatte ich recht damit, dass das Ganze... Gavros? Ah. Seid ihr das? Klar. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Der hat diese Stimme, die bei Skyrim ungefähr 5000 Mal benutzt wird. Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavros gemacht? Euer Freund Gavros ist tot. Es waren die Falmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein! Sie haben alles ruiniert! Wenn Gavros fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Ich bin auch hier, Mann. Auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Tu ich auch nicht, du Hater. Was hat das mit dem Kristall auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Ich habe zufällig den Fokuskristall gefunden. Es ist das, wonach ihr gesucht habt. Ich habe ihn gefunden. Aber wie um alles in der Welt. Das ist er. Das ist er. Hey. Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Ich gehöre zur Akademie von Winterfest. Was ihr nicht sagt. Akademie. Gavros wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr. Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nannten. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Es irgendwie zu spalten... Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Damn, die Zwerge in dem Spiel sind halt echt die klügsten Motherfucker überhaupt, aber aus irgendeinem Grund sind sie alle tot. Verstehe, das muss ich... Ich muss mir echt mal diese scheiß... Ah, die Lesestunde, verdammt, das ist schon wieder vergessen. Müssen wir echt mal machen, weil mich würde das echt interessieren.
google dann mal im Wiki, welche Bücher da wichtig sind. Oder dass ich erstmal alle Bücher über die Zwerge finde und dann können wir alle lesen. Leg den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Alright. Ach so, lol, nee, was? Wow. Ich wollte schon sagen, das lässt mich nicht mehr raus. Fokussiere das Okular. Oh, das ist ja chillig, hier liegen ungefähr 50 Millionen... Ah, über die Wemerband 1 bis 3. Ja, das dürfte ich zwar eigentlich, das meiste davon dürfte ich schon haben, aber sicherheitshalber nochmal mitnehmen. Why not? Ach ja, da muss man jetzt hier ein bisschen rumspielen. Kann man dann nur das oben? Konnte man nicht auch die Dinger da in der Mitte ändern? Okay, irgendwie... Bin ich ziemlich sicher, dass man hier auch was machen konnte. Also es müssen halt immer die Lichtstrahlen auf die Dinger scheinen, das ist mir schon klar. Aber irgendwie... Ich kann das ja nur hin und her schieben. Und ich meine, wenn das nicht funktioniert, dann was soll ich sonst machen? Ups. Ich habe die Hoffnung, dass es da oben passt. Aber bisher hat sich noch gar nichts verändert. Genau, einmal noch. Und nope. Verdammt nochmal, wie ging das nochmal? Ah, da saß ich früher auch mal ein bisschen länger dran beim allerersten Mal. Also eigentlich ist es halt extrem simpel. Aber du musst... Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man die Dinger hier bewegt. Ah, nochmal mit dem Typen reden. Ja? Was soll ich tun? Der Kristall muss nun fokussiert werden. Er wurde so weit von hier erschaffen... dass uns von Anfang an klar war, dass noch einige Feinheiten geregelt werden müssen. Der Kristall dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen. Dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie sich das Licht in ihm bricht. Die Wärme- und Kältezufuhr regelt ihr anhand von Zaubern, die ihr aus der Akademie eigentlich schon kennen müsstet. Ihr solltet hier ein paar Bücher mit dem nötigen Grundwissen finden, sollte eure Ausbildung noch schlechter sein, als mir zu Ohren gekommen ist. Deswegen lag der Zauberbuch so Flammen und Ding. Ah ja, verstehe. Das heißt, ich musste jetzt mit Flammen draufballern? Oder was? Ach, das habe ich hier gar nicht, ne? Na, Feuerblitz müsste es ja auch tun. Ja, oder auch nicht. Machen wir es lieber mit Flammen. Ach, falsch. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass man hier Flammen benutzen musste. Das ist nur die Frage, worauf genau man die benutzen muss. Also sagt er der Kristall, also eigentlich das Ding. Aber... tut sich auf jeden Fall nichts. Wenn man die Teile hier andingen, auch nicht. Nope. Dann vielleicht da oben. Es könnte aber auch sein, dass man hier das zum Beispiel machen muss. Hm. Nein. Oder?
Den Hinweis check ich nicht, what the fuck. Ja, den Hinweis, den verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Er zieht sich zusammen beim Abkühlen und dehnt sich aus beim Erwärmen, ja schön. Das bringt mir nichts, wenn ich hier mit Flammen irgendwie rumhantiere und sich nichts verändert. Gut, ich könnte natürlich das gleiche logischerweise nochmal mit Eissturm machen. Ach, tatsächlich, jetzt ist es anders. Ah ja, das heißt nee, Moment, eigentlich ergibt das keinen Sinn. Jetzt ist er zusammen, also jetzt ist er nicht mehr zusammengezogen, vorher war er zusammengezogen. Verstehe. So, mal gucken. Nee, es ist immer noch falsch. Jetzt verändert sich aber wieder nichts. Ja, das kann nicht wahr sein. Come on, bitte. Ey, das gibt's nicht, Mann. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist nochmal, wenn ich jetzt Feuer benutze. Was? Willst du mich eigentlich verarschen? Irgendwie ist mir das mal wieder zu hoch. Fuck, ey. Das ist so peinlich, weil ihr wahrscheinlich wisst, wie es geht. Man muss ja noch irgendwas machen können, weil ich meine, ich drücke jetzt hier die Schalter. Oder, na, aber schau dich das an, das ist so ein Mist. Oder ich muss die Dinger irgendwie in die richtige, wartet mal. Ach, jetzt bin ich genau eins vorbei, Mist. Dass wenn er sich zurückzieht, dass er dann auf so ein Ding drauf scheint. Ihr versteht, was ich meine. Also, dass der quasi beim sich zusammenziehen, beziehungsweise eigentlich beim sich ausbreiten, dass der dann mit dem Lichtstrahl über so ein Ding drüber fährt quasi. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Also, dass das die Lösung des Rätsels ist, das dauert ich. Genau. Ach nein, falsch, lol. Also doch blöd, weil er sich nur einmal verändert, nicht zweimal. Na. Ach, wisst ihr, was sein kann? Dass man es vielleicht feinjustieren muss hier. Also nicht mit Eissturm. Sondern mit Frostbiss, genau. Frostbiss und Flammen. Oh ne, der geht immer auf die gleiche Position. Also du kannst den nicht so ganz leicht verschieben nur, sondern der verschiebt sich immer ganz. Ach, aber es geht noch weiter? Hä? Okay, das ist natürlich ärgerlich für mich. Okay, jetzt müsste es zumindest mal da oben funktionieren. Ja, ich hätte von Anfang an nicht den Eissturm nehmen sollen, das war wahrscheinlich der große Fehler. Müsste es eigentlich gehen in der Mitte und oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, na also. Und, was fehlt jetzt noch Mitte? Und natürlich unten. Nein! Ach. So, müssen wir jetzt ein bisschen spammen. Spammerino. Come on. Ja, das war jetzt natürlich ärgerlich, weil das hätte ich von Anfang an mit der richtigen Fähigkeit machen sollen. Ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass die ja nur einmal hittet quasi. Ich bin ein Idiot. Entschuldigung, Boys. War nicht mit Absicht.
Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Bist du Winterfeste? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Sind wir immer lieb, sind wir die Weißen schuld. Was? Entschuldigung. War nur ein Spaß. Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet Nichts. Ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch. Ich weiß nicht, worum es geht. Ihr kreuzt einfach hier auf, gerade als unsere Arbeit beinahe vollendet ist. Und nun bekomme ich keine Ergebnisse wegen irgendeiner Sache, die an eurer Akademie passiert. Chill doch mal, ihr haltet Dude. Mich wohl für dumm. Glaubt ihr wirklich, ich kann den Zusammenhang nicht sehen? Ach, wegen dem Würfel da. Der Kugel. Wie habt ihr es gemacht? Ich hab nichts getan, das schwöre ich euch. Ihr müsst aber irgendetwas tun. Es gibt keine andere Erklärung. Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Ja, ich. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Meint ihr das Auge von Magnus? Das Auge von Magnus? Nun, wenn das bedeutet, was ich glaube, dass es bedeutet... Also, das ist ja interessant. Könnt ihr mir helfen, den Stab des Magnus zu finden, der oder Stab, nicht? Der Stab, ja. Interessant. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammen... Es wurde Geheimnis... Krämer und Mads Typ. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere Ort? Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln. So, so, Magier von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das dem Rat der Synode sehr interessieren wird. Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei, das kann ich euch versichern. Okay. Der Stab des Magnus befindet sich also im Labyrinthion. Nun, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja. Natürlich ist er dort. Sagt mir aber was. Das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Der Rat muss davon erfahren. Der Typ hat heftige Stimmungsschwankungen. Was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Will ich auch nicht. Ja, oh lol. Der zweite, ich hätte lieber den zweiten Satz machen sollen. Ihr seid schon zu lange hier, ihr seid verrückt. Ist echt so. Der Typ ist ja vollkommen crazy, Mann. Little bit cray cray. Erstmal wieder meinen Feuerblitz da eine klatschen. Sehr gut. Und dann hier noch Clown. Genau, schön noch ausrauben und... Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. Okay.
Ich dachte erst kurz, mein Spiel ist hängen geblieben. Weil ich nicht verstanden habe, dass da sowas passiert. Aber dann dachte ich mir schon so, hey, warum wird das jetzt so komisch farbentsättigt? Aber lag wohl daran. Okay. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, wäre echt geil, wenn man den Ort hier findet, zufällig. Und dann hier rüber reinkommt. Aber das geht ja gar nicht, weil würdest du nicht durch die Tür im Inneren kommen, wo du den Schlüssel brauchst. Naja, dann. Weiß nicht, was ist die Quest? Nach Winterfest gehen. Ich muss aber, glaube ich, mal Inventar ein bisschen auf. Ja, 500 von 505. Ich muss, glaube ich, mal das Inventar ein wenig aufräumen. Dann nehme ich euch jetzt noch kurz mit und dann machen wir das mit dem Labyrinthion nächstes Mal. Aber ja, der Typ, ey, erst plötzlich so, hey, was, Stab des Magnus, Auge des Magnus, dann redet er wieder ganz normal mit mir und dann plötzlich, Winterfüße. Ich sage nicht, dass ich sau krass. Wie im echten Leben. Du hast auch mal gleich angemault. Im Weißlauf bin. Das ist auch geil. Sie will so von der Arbeit nach Hause. Wobei es 2 Uhr morgen war, das ist eh voll die komische Uhrzeit, aber ja. Und dann warte ich kurz 3 Stunden und sie steht direkt vor mir und gibt ihr zur Arbeit. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin ist noch mehr. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied bin. Mann, Weib, ich will dir nur was verkaufen, ey. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur. Es müsste irgendwie echt so eine Funktion geben, dass du sowas überspringen kannst. Solche gezwungenen Unterhaltungen sind, sage ich mal. Und was ich kann. Seit wann kann ich einem Schmied bitte Bücher und Essen verkaufen? Ah, das ist ein Bug. Ja. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Kennt ihr meinen Vater? Ja, das war ein Bug, lol. Ich dachte mir schon, hä? Seit wann das? Alter, halt's mal. Entschuldigung, aber ich wollte einfach nur kurz was verkaufen und die Alte macht es halt wirklich zu einer Unmöglichkeit. Und okay, gut, das ist Fail, dass ich das hatte. Ein Fail. Ah, Tragfähigkeit um 35, erhöht hier nur um 30, also weg damit. Ein Grund mehr, dass wir das behalten. Die behalten. Unsere Page-Stiefel. Da müsste ich sonstiges eh noch reingucken sollen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, ah, was ihr braucht. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Na gut, mit der muss ich gar nicht handeln, weil wir haben nichts mehr. Eigentlich haben wir jetzt wirklich fast nur noch so Schmuck und gut, Bücher habe ich jetzt auch wieder einige dabei. Aber hauptsächlich wieder so Schmucksachen und sowas. Das Zeug ist echt blöd zu verkaufen, weil es nimmt, wenn du so viel davon hast, schon ganz schön Platz weg, aber zeitgleich kostet es halt auch erst so extrem viel, dass du halt quasi es auch nicht einfach so verkaufen kannst, weil es halt einfach, ja, viel zu viel kostet. Genauso wie mit so, ja genau, wie mit all diesen Sachen. Die Zauberbücher kann ich ihm wenigstens mal verkaufen. Ach so, Leute, ich dachte, ich bin bei Büchern dran, what the fuck. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, 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 das kommt weg. Passt. Alright, jetzt haben wir noch 278, 278. Bekleidung ist Schmuck, ne? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil ja, wir es gerade nicht verkaufen konnten, aber wir haben ja nichts dran. Ja, wieder nicht sehr viel los geworden, leider. Ein bisschen Gewicht, ja, 32. Das passt schon, das reicht. Dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.